lese 9000 Arzneimittel geprüft und bewertet, Stiftung Warentest, Medikamente im Test. Und im Kapitel Lippenherpes, nee, im Kapitel Hauthaare bin ich angekommen bei Lippenherpes. Und es geht um die bewerteten Wirkstoffe und Medikamente. Und es geht los mit Docosanol, in Klammern äußerlich. Das ist wenig geeignet, also rot. Ich lese vor. Docosanol äußerlich angewendet. Docosanol soll verhindern, dass sich Viren in die Hautzellen einnisten und vermehren. Die Bewertung? Rot, wenig geeignet bei Lippenherpes, weil die therapeutische Wirksamkeit selbst bei rascher Anwendung nur gering ist. Die Effekte des Wirkstoffs bei der Behandlung von Lippenherpes sind nur gering. Juckreiz und Schmerzen können sich zwar etwas bessern, die Bläschen verschwinden, aber selbst bei frühzeitiger Anwendung bestenfalls nur einen halben bis einen Tag früher als mit wirkstofffreien Cremes. Wichtig zu wissen. Wenn die Creme überhaupt etwas bewirken soll, müssen Sie sie sofort beim ersten Kribbeln und möglichst 5 bis 6 Mal täglich auftragen. Wenn sich bereits Bläschen gebildet haben, kann die Creme nichts mehr bewirken. Wenn der Juckreiz sich an der behandelten Stelle verstärkt und sich vermehrt Bläschen bilden, reagieren Sie vermutlich allergisch auf das Medikament. Dann sollten Sie es absetzen. Haben sich die Hauterscheinungen auch einige Tage danach nicht merklich gebessert, sollten Sie einen Arzt aufsuchen. Für Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Mangels Erfahrung sollten Kinder unter 12 Jahren nicht mit dem Präparat behandelt werden. Für Schwangerschaft und Stillzeit. Obwohl nur wenige Erfahrungen zur Anwendung in Schwangerschaft und Stillzeit vorliegen, können Sie das Mittel in dieser Zeit anwenden. Es dürfte nur in vernachlässigbar geringen Mengen in den Blutkreislauf gelangen. So. Ja, ich werde ein bisschen vorsichtiger, wenn keine Erfahrungen vorliegen. Aber wenn die Stiftung Warentest das so sieht, ja, kann ich auch nichts weiter dazu sagen. Es geht weiter mit Foscarnet äußerlich, und das ist auch wenig geeignet. Ja.